Die Situation in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist in ihre bisher gefährlichste Phase eingetreten. Die Behörden haben die Menschen gebeten, sich in Sicherheit zu bringen, ruhig zu bleiben, nicht in Panik zu verfallen und so weit wie möglich Schutz zu suchen. Die Sirenen heulen fast jede Stunde und die Menschen rennen und suchen nach Schutz. Die U-Bahn-Stationen sind noch immer voller Menschen. Viele von ihnen haben die Nacht dort unter der Erde verbracht. Kinder, Babys, ältere Menschen, die alle dort übernachtet haben, weil sie wussten, dass dies der sicherste Ort ist, an dem sie sich aufhalten können. In dem Moment, in dem die Sirenen ertönen, müssen sie sowieso wieder weglaufen. Die Menschen in Kiew, einer Stadt mit mehr als 4 Millionen Einwohnern, sind im Schutzraum. Die Stadt ist wie leergefegt, niemand auf den Straßen, es fahren keine Autos und die Behörden bitten die Menschen, sehr vorsichtig mit dem zu sein, was sie filmen und die Videos nicht in den sozialen Medien zu veröffentlichen. On social media because of the ongoing situation in the capital. Sasha Vakulina, Euronews, Kyiv.